Guten Morgen, MacPlanet. Herzlich willkommen hier bei unserem Samstagsmorgens-Panel. Es kommen noch mehr Leute herein. Wir haben später angefangen, aber ich fange schon mal langsam ein bisschen an, uns hier zusammenzutreiben, damit wir noch genug Zeit haben zu diskutieren. Wir erleben eine der größten Finanz- und Wirtschaftskrisen seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es begann zunächst relativ klein mit einer Hypothekenkrise oder einer Immobilienkrise in den USA, hat sich dann in ganz wenigen Wochen zu einer riesigen, massiven Bankenkrise ausgewirkt. Regierungen mussten riesige Mengen Geld in die Hand nehmen, um Banken zu retten. Teilweise wurden sie sogar teilverstaatlicht. Aber die Wirtschaftskrise, die dann folgte, war nicht aufzuhalten. Regierungen haben noch mehr Geld in die Hand genommen, um Rettungsschirme zu bauen und Stimuluspakete anzustoßen. Aus dieser Banken- und Wirtschaftskrise wurde dann gleich die Schuldenkrise, weil sich Regierungen übernommen haben. Aus der Schuldenkrise wurde in Europa die Eurokrise. Wie in einem Dominoeffekt jagt eine Krise die nächste. Und wir alle wissen, dass das unheimlich viel mit dem Irrsinn zu tun hat, der an den Finanzmärkten gespielt wird. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Wie kann man den Größenwahn der Finanzmarkt, Spekulationen, Transaktionen, Geschäfte irgendwie in den Griff bekommen? Braucht es mehr Regulierung? Müssen wir sie einfach abschaffen? Wie können wir sie regulieren oder abschaffen? Wer kann das tun? Ist das die G20, die zunächst große Ankündigungen gemacht hat, hier etwas unternehmen zu wollen? Mit welchen Ergebnissen? Sind das die Regierungen international, national in der Eurozone? Oder ist es Occupy? Sind es die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, wir sind damit nicht mehr einverstanden? Wir fordern sowohl die Märkte als auch die Politik auf, hier endlich was zu unternehmen. Was wird genau gefordert? Viele Fragen, die wir heute diskutieren möchten. Wir haben auf diesem Podium sicherlich auch das Problem, dass es eine sehr komplexe Thematik ist, die immer wieder droht, in eine technische Sprache abzudriften, mit vielen Fachbegriffen, die vielleicht manche von uns nicht kennen, inklusive mir. Und deswegen habe ich gedacht, wir können so als Einstieg, und weil immer noch mehr Menschen reinkommen, erstmal eine anschauliche Erklärung dessen bekommen, wie eigentlich Finanzmärkte funktionieren. Und zwar von dem Kabarettisten Chin Meyer, der in einer Show bei Markus Lanz super dargestellt hat, wie dieser ganze Irrsinn funktioniert. Und ich schlage vor, dass wir uns das ganz kurz angucken als Einstieg. Und dann geht's hier vorne los auf dem Podium. Viel Spaß. Du hast dir ausgedacht, eine Fuselanleihe für Alkoholikerkneipen. Was ist das? Ja, das ist ein anderes Modell. Das ist auch etwas, da habe ich mich aus dem Internet inspirieren lassen. Und nehmen wir mal einfach deinen Fall. Du möchtest nebenher noch eine kleine Kneipe betreiben. Ja. Und du hast unglücklicherweise keine Ahnung von Kneipen und hast sie aufgemacht in einem Stadtteil, wo besonders viele arbeitslose Alkoholiker wohnen. So, und irgendwann, die kaufen alle natürlich nichts, weil sie kein Geld haben, und irgendwann reißt dir die Hutschnur und sagst, scheiß drauf, ich lass sie einfach anschreiben. So, und du lässt sie anschreiben und die Alkoholiker finden das gut, dir ist das egal, ob du dann praktisch kein Geld verdienst oder nur theoretisch. Und irgendwann fällt das aber, der braucht ein bisschen, aber sehr, sehr schön. Dein Bankberater fällt auf, dass du auf dem Papier Profite machst. Ja. Und dann zitiert er sich zu sich und sagt, wie hast du das gemacht? Und dann erklärst du ihm das mit den Schuldscheinen. Und dann sagt der Banker, brillant. Weißt du was, Markus? Daraus basteln wir jetzt ein Finanzprodukt. Wir nehmen jetzt diese Schuldscheine, wir bündeln die und verkaufen die weiter. Mit einem gewissen Abschlag, ja? Also wenn das 100 Euro Schulden sind, verkaufen wir die für 70 Euro weiter. Dann freut sich jemand, die restlichen 30 von den Alkoholikern zu holen, und wir sind das Risiko los. So, und damit das Ganze nicht wie Schuldscheine von Alkoholikern daherkommt, nennt man das Ganze Fuselanleihen. Ah, sehr gut. Ja. Ist ein bisschen sexier. So, ja. Und irgendwann kommt dann die nächste größere Bank und sagt, Fuselanleihen ist eine ganz gute Idee, aber man kann das doch sehr viel sicherer gestalten. Wir nehmen jetzt die besten dieser Fuselanleihen, die von den Alkoholikern mit Abitur. Ja. Und die bündeln wir nochmal neu zu einem neuen, sichereren Finanzprodukt. Das nennen wir SSO. Das kommt sehr schnittig daher. Keiner weiß, was es heißt. SSO steht für Suff-Sammelobligationen. Und die verkaufen wir dann nochmal weiter. Und das fängt an, richtig Schule zu machen. Das fängt an, richtig gut zu laufen. Du kaufst dir noch 2, 3 andere Kneipen dazu. Auch in Gegenden mit Alkoholikern, weil die ja besonders viel konsumieren werden. Alle sind gut drauf. Die Alkoholiker sind gut drauf. Und irgendwann
ein paar Monate später fällt der HSH Nordbank und der Bayerischen Landesbank auf, dass dein tierisches Geschäft an ihnen vorbeiläuft. Ja. So, das sollte für dich als Anleger schon mal ein Signal sein, vorsichtig zu werden, ja, wenn Landesbanken auf den Zug aufspringen. Aber ja, noch ist cool, nicht verloren, läuft alles super und alle sind gut gelaunt. Ja, super. Und die Landesbanken haben auch gute Ideen. Die sagen, SSO ist schön und gut, aber man kann das Ganze doch noch viel sicherer gestalten, todsicher quasi. Wir nehmen jetzt die allerbesten der SSOs, die von den Alkoholikern mit Doktortitel und ohne Leberzirrhose. Okay. Todsichere Angelegenheit. Die bünden wir Nummer 9 zu einem neuen todsicheren Finanzprodukt, DGZ Delirium Garantie Zertifikat. Und damit Delirium-Garantie-Zertifikate nicht so wahllos daherkommen, lassen wir die auch bewerten von einer amerikanischen Rating-Agentur. Diese amerikanischen Rating-Agenturen, die machen das, was der Name schon sagt, die raten. Ja. Die raten, ob du in der Lage bist, deine Schulden zu bezahlen. Die haben auch dementsprechend verdächtige Titel. Die größte heißt Standard & Poor's, also Standard Poor, gewöhnlich armselig. Die zweitgrößte heißt Moody. Moody heißt übersetzt so viel wie launisch. Und die drittgrößte heißt Fitch, das heißt übersetzt erstmal gar nichts, ist aber vermutlich eine Kombination aus fucking Bitch. Fitch. Ja, oder formuliert sich prächtig hier. So, das Gute an diesen Ratingagenturen ist, du bezahlst die, wenn du bewertet werden willst. Ja. Wenn du denen genügend Geld in Rachen geworfen hast, dann sind die magischerweise davon überzeugt, dass du alle Schulden begleichen kannst. Dann kriegst du die gewünschte Bewertung AAA, 3x A, alles absolut alkoholisch. Und mit dieser AAA-Bewertung ziehen jetzt die Bayerische Landesbank und die HSH Nordbank los und verticken DGZs im ganz großen Stil und alle steigen ein. Große Pensionsfonds, Leute stoßen ihre Staatsanleihen ab, Zahnärzte schulen um von Zahnarzt auf Kneipe, weil es der sicherste Weg zur ersten Million ist. Das ganze Land spielt verrückt, alle sind gut drauf, alle machen mit. Führende Analysten sagen, es besteht überhaupt kein Grund, weshalb der DAX nicht am Jahresende die 12.000er Marke überspringen sollte. Alle sind gut gelaunt, bis dann irgendwann ein kleiner Sparkassendirektor von einem der Alkoholiker ein bisschen Geld in Begleichung einer allerersten Rate sehen möchte. Und dann, Markus, solltest du deinen Learjet schon mal mit Nase Richtung Karibik geparkt haben. Ja. Oder? Oder du machst, und das ist das vielversprechendere, du gehst zur Regierung und du sagst, Moment mal, das sind noch alles Hartz-IV-Empfänger, das sind noch eure Leute. Und wenn ihr mich jetzt hier nicht aus der Kacke raushaut, dann fahren wir die Wirtschaft kollektiv so dermaßen in die Wand, dass ihr nie wieder gewählt werdet. Und schon spannt sich über dir ein Rettungsschirm auf, du springst ab, wir sehen uns immer wieder. Großartig. Ja, vielen Dank, Chin Meyers. Ich denke, das war ein lustiger Einstieg und vielleicht auch doch für den einen oder die andere so eine kleine Erklärung, nochmal veranschaulichen, was da wirklich stattfindet. Ich freue mich jetzt, dass wir hier ein bisschen seriöser diskutieren werden, aber hoffentlich auch mit Humor und mit Unterhaltungswert für euch. Es wird auch die Möglichkeit geben, das ist mir auch gerade gestern aufgefallen bei dem Eröffnungspanel, wo wenig Publikumsinteraktion möglich war, für euch sich zu beteiligen. Es gibt zwei Co-Moderatoren, das ist der Chris Metmann und der Sven Hilbig, die hier vorne stehen, die dann im weiteren Verlauf der Veranstaltung mit Karten herumgehen werden und ihr könnt auf die Karten eure Fragen oder Kommentare aufschreiben und sie werden das dann verlesen. Aufgrund der Vielzahl der Teilnehmerinnen scheint mir das eine gute Möglichkeit, so auf jeden Fall Interaktion auch zuzulassen. Jetzt aber zurück zum Panel. Und ich freue mich sehr, dass wir hier drei spannende Diskutanten haben. Und zwar ist da zu meiner Rechten die Jutta Sundermann. Jutta ist langjährige ATTAC-Aktivistin. Seit 2000 oder im Jahr 2000 war sie Mitbegründerin von ATTAC Deutschland, ist seit 2007 im Co-Kreis, hat viele spannende Aktionen gemacht, zum Beispiel das Bankentribunal, die Bankenwechselkampagne, jetzt aktuell auch Blockupy, eine Aktion, die im Mai in Frankfurt laufen würde. Ich hoffe, davon werden wir auch noch was erfahren von dir, Jutta. Herzlich willkommen erstmal hier auf dem Podium. Dann sitzt hier zu meiner Linken Antonio Tricarico. Antonio ist Aktivist, Analyst, wissenschaftlicher Autor in Italien. Er arbeitet für die Organisation Kampagne zur Reform der Weltbank, wo vor allen Dingen die internationalen Finanzinstitutionen Weltbank, IWF und andere in der Kritik stehen.
Antonia hat sich auch lange Jahre mit Welthandelsfragen beschäftigt, hat für Amnesty International gearbeitet und ist ein Experte auch zu internationalen Finanzfragen. Schön, dass du aus Italien hierher gekommen bist. Herzlich willkommen, Antonio. Und dann haben wir ganz außen Camilla Morena. Ich denke mal, die meisten von euch waren gestern Abend schon da. Sie hat eine super Performance da schon abgeliefert. Das war toll. Jetzt geht's gleich weiter heute Morgen nach einer kurzen Nacht. Für die, die nicht da waren, Camilla koordiniert die Nachhaltigkeitstätigkeiten am Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro in Brasilien und hat vorher auch lange mit Friends of the Earth zusammengearbeitet, ist super vernetzt mit allen möglichen NGOs in Brasilien und Lateinamerika und ist jetzt auch ganz aktiv in die Vorbereitung zu Rio 20 Plus involviert. Guten Morgen, Camilla. So, und dann gibt es leider hier vorne einen Platz, der leer bleiben muss. Das ist eine unschöne Ansage. Sven Giegold, der hier hätte sitzen sollen, über den wir uns auch alle wahrscheinlich sehr gefreut hätten, kann leider nicht kommen, hat heute Morgen ganz kurzfristig abgesagt, da es ihm nicht möglich war, einen Flug aus Zürich hierher zu bekommen. Wir wissen nicht genau, woran es gelegen hat. Er ist jedenfalls nicht da, ist bedauerlich, zumal er natürlich auch aus der politischen Ebene oder von der politischen Ebene erzählen hätte können als Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Aber ich glaube, mit uns hier auf dem Podium und euch allen im Publikum werden wir auch sonst eine spannende Diskussion hinbekommen. Ich möchte euch dreien jetzt erstmal die Möglichkeit geben, ein Statement zu machen zu Beginn. Ihr habt euch auch nochmal inspirieren lassen durch den Film. Die ganzen Finanztransaktionen, das Kartenhaus, die Dominoeffekte. Wie können wir diesen Irrwitz in den Griff bekommen? Können wir regulieren? Müssen wir radikaler sein? Wer kann es machen? Ich möchte mit dir anfangen, Jutta. Bitte, du hast das Wort. Ach so. Okay, das scheint an zu sein. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, heute hier sein zu können. Der Film, den fand ich schon ziemlich gut. Der hat auf der einen Seite schon sehr deutlich gemacht, welche Fantasie da zugange ist. Wer sich beschäftigt hat mit dem Entstehen der Finanzkrise 2008, hätte viele der lustigen Bezeichnungen, die der Kabarettist gewählt hat, übersetzen können in ganz real, damals ganz real existierende Produkte rund um die Immobilienblase in den USA. Was ein bisschen gefehlt hat, eben bei dem Film, das war dann die andere Seite, welche Auswirkungen das hat. Und da kommt nämlich immer auch immer der Punkt, wo es uns nicht mehr egal sein kann. Als die Immobilienblase in den USA geplatzt ist, haben viele tausend Menschen ihr Haus verloren. Auch Menschen, die die ganze Zeit ihre Raten, wie es der Vertrag vorgesehen hat, bezahlt haben, weil längst mit ihren Krediten Geschäfte gemacht waren und plötzlich irgendwo anders die Forderungen hergekommen sind in einer ganz anderen Rabialität, in einer ganz anderen Panik auch im Nacken, weil natürlich das Zusammenbrechen der gigantischen Preise und Erwartungen da viel mit sich gezogen hat. Die Karawane ist weitergezogen. Es sind Milliarden, die da immer im Umlauf sind. Milliarden, die verwaltet werden von institutionellen Anlegern, die dann schauen, wie kann man an einem anderen Ort aus diesem vielen Geld noch mehr Geld machen. Die dann zum Beispiel in sehr großer Zahl auf die Idee gekommen sind, jetzt in Nahrungsmittel zu investieren, beziehungsweise Wetten abzuschließen auf die Preisentwicklung von Nahrungsmitteln. Das tun sie seit 2007, 2008 und in 2008 sind zum ersten Mal ganz dramatisch die Nahrungsmittelpreise durch die Decke gegangen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Summen von Wetten eben dann doch massive Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben. Und das macht noch mehr wütend und verzweifelt, weil man sieht, jetzt macht diese Zockerei Hunger. Über 1 Milliarde Menschen haben Ende 2008 gehungert, mehr als 100 Millionen mehr als noch zu Jahresbeginn. Wir müssen uns in diesem Bereich engagieren. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass das uns sehr viel Mut machen kann, was wir schon gesehen haben, was wir schon beobachten konnten, nämlich, dass Menschen sich durchaus äußern können. Es macht aber auch sehr viel Wut zu sehen, wie weit die Arbeit noch ist. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Zusammenhang mit der Krise mal wieder das Wort alternativlos zum Wort des Jahres gemacht. Ich habe das Gefühl, verdammt, wie hat sie es geschafft, das aus der Mottenkiste rauszuholen? Als der Tag losgelegt hat im Jahr 2000, die globalisierungskritische Bewegung konnte dieses TINA-Prinzip, there is no alternative, ein Stück demaskieren und zeigen, wir haben sehr wohl Alternativen. Wir können Globalisierung ganz anders gestalten, als die Wirtschaftslenker das am liebsten wollen würden. Und plötzlich war es wieder da, das Alternativlos. Plötzlich ging es wieder um die Frage,
Wie kann man mit diesen Finanzmärkten noch umgehen? Angela Merkel hat gesagt, es gibt keine Alternative zur Rettung der Banken. Es gibt keine Alternative zu ihrer Politik, die sie auch jetzt in Europa tut. Und da ist es unheimlich wichtig, das zu demaskieren. Das ist unheimlich wichtig, aufzuzeigen, an welchen Stellen das nicht stimmt. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Wir haben schon gezeigt, dass man aus der Finanztransaktionssteuer, die im Jahr 2000 eine Schnapsidee von ein paar Spinnern gewesen ist, die gesagt haben, hey, wir machen uns dafür stark. Wir machen uns dafür stark, dass wenigstens als einen ersten Schritt ein bisschen Finanztransaktionen besteuert werden und gleichzeitig damit ein zweiter Effekt erreicht wird, dass nämlich das gigantische Volumen und das albtraumhafte Tempo an den Finanzmärkten ein Stück herausgenommen wird. Inzwischen passieren ganz viele Finanztransaktionen im Sekundenbruchteil, im sogenannten Hochfrequenzhandel durch Computer, die darauf programmiert sind, eben so schnelle Entscheidungen zu treffen, wie kein Mensch sie treffen kann. Und das mit Summen, die so atemberaubend sind. Da können und müssen wir ansetzen. Und ich hoffe, dass wir da heute auch in unserem Podium ein Stückchen weiterkommen. Was mir Mut macht, waren die Reaktionen im letzten Jahr auf die Occupy-Proteste. Ich glaube, Occupy war ein erster Versuch. Vielleicht war es eine Schwäche und gleichzeitig eine Stärke, dass es dort immer wieder nicht zu ganz konkreten Forderungen gekommen ist. Aber was wir erlebt haben, war eine sehr, sehr breite Unterstützung von Leuten in der Gesellschaft, die gesagt haben, verdammt nochmal, wir müssen an das Thema ran, wir diskutieren das, weil wir müssen uns wehren. Wir glauben das nicht mehr. Wir hören in jedem, ich habe mal eine Weile so Strichlisten gemacht, in Nachrichten, Tageszeitungen, wie oft die Phrase Vertrauen der Märkte wiederherstellen vorkommt. Jeder Politiker sagt ständig, wir müssen das Vertrauen der Finanzmärkte wiederherstellen. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, wer sagt denn einmal, dass diese Märkte gerade selber nicht vertrauenswürdig sind? Und wie kriegen wir es hin, das ein Stück weit zu knacken? Das sind viele Fragen. Wir haben aber Ideen und wir haben auch Chancen, weil zum Beispiel in Sachen Agrarrohstoffspekulation ein paar Menschen angefangen haben aufzuwachen. Wir organisieren gemeinsam Proteste. Von hier aus gibt es hier auch viele Infos auf dem Kongress. Und es wird in diesem Jahr dazu noch mehr geschehen. Es ist nur ein kleiner Teil, aber es ist ein Teil, wo ich glaube, dass wir ansetzen können und ansetzen müssen. Und dann haben wir noch mehr zu tun. Ich glaube, das zeigt dieser Kongress sowieso auch noch in vielen Facetten. Danke, Jutta. Das ist ein schöner Einstieg. Antonio. Thank you. I'm going to speak in English and because my German is too bad. It was much better a few years ago, I think. Now, you basically ask us this question in the title of the seminar, of the panel, which is re-regulation of financial markets and participatory democracy, a contradiction question mark. Now, I woke up this morning and in the hotel I pick up the Berliner Zeitung, which I guess is quite a conservative paper anyway, and Mrs. Helga Barsch from Morgenstallet says, the election in France and Greece, as well as the referendum in Ireland, generate concerns among investors, undertakers, and so on. So I think in her view is, yes, there is a contradiction between democracy. Now, if we want to reconsider democracy and deepen democracy, bottom-up, participatory, whatever you like, well, the contradiction is much, much deeper. So yes, there is a contradiction, but to answer, you know, as a kickoff for the discussion, I would like to unpack this sentence, this title. Let's analyze the words. You know, we say, what you say, even re-regulation. Now, in my view, regulation always has existed in favor of someone and against someone else. But let's say we should change regulation. But what do we mean by the word regulation? In my view, there are two lines of thoughts about what is regulation. Now, one line of thought is basically that we should increase financial stability. The regulation has to achieve this. Now, increasing financial stability, which of course is positive, you know, to avoid bubbles and so on, but basically will further expand financial markets and restore the confidence. The other line of thought of regulation, and all the proposals going on, it's a pity that Sven is not here, but all the proposals, those generating the legislative process, they want to restore financial stability for further expanding financial markets. The other line of thought of regulation is, I want to shrink financial markets through the regulation. Now, these two
different approaches implies complete different spheres of intervention, the scope of the regulation itself. Now, let's look at the word financial markets. What do we mean by financial markets? Now, my feeling, and I go against a little bit the common sense, also among the activists and so on, of course I sympathize on part of them, but I don't like this naive idea that there is the greedy finance, the bankers, Goldman Sachs, and the poor productive economy who is suffering, you know, the German exporters suffering, really, you know, working in the factory. Now, this doesn't exist. We are living not a crisis, but we're living a very slow, pervasive, systemic transformation of capitalist economies. And so both economy, so the productive sphere, and finance are being systematically transformed. And yesterday night, people were talking about, you know, we should redefine and reinvent the institutions in the economy. Who are the institutions in the economy? Are corporations, banks, and us. And I think what people call financialization, which basically means financial markets become the main sphere where interests are mediated, well, all of these three key actors are financialized today. You know, most of the profits of corporations are done on financial markets. They finance themselves on financial markets. Banks operate on financial markets. We, including the alcoholics, operate on financial markets. So that's basically where we are. And the whole transformation is that this mediation process is not operated by markets, but by financial markets. So markets are subordinated to financial markets. And my third point is on what do we mean then by democracy? Now, or bottom-up democracy, or participatory democracy. I really think the Occupy movement, Indignados, and many others in the world since decades, they basically, they pose a question of what we might say real democracy, which means who is deciding and who has the legitimacy to decide. Now, the problem is that today power is more and more basically goes hand in hand with accumulated wealth. And I really think that the whole question about questioning or calling for more democracy means basically questioning the question of wealth, so basically putting on the table the issue about limiting wealth. So the question is, can regulation achieve a limitation of wealth accumulation? Well, that's an interesting question, because in the end of the day, the crisis we live is a very old crisis, which is still the same crisis of accumulation. What does it mean? Well, just to make the parallel with the alcoholics, today we have too much accumulated wealth and too little assets, what people call assets, something you can own into which you can invest your accumulated wealth for generating more wealth. Now, in the 70s, the problem was that there were no productive assets. Now the problem is that not even financial assets are enough. And this will keep going on and on and on. That's why they need to financialize public finance, they need to financialize development finance, they need to financialize nature, they need to financialize whatever you want. But why? Because you need to generate more assets. It's not ideological, it's very pragmatic. I need more assets for keeping accumulating. So to answer then this contradiction and to conclude, I think my answer would be basically moving along the line three paradoxes. If you want to regulate finance, forget about finance and regulate economy and society. Which means, can we think of a regulation of public through public policies so that farmers can share the risk, not by buying complicated financial derivative products, but outside finance, so through social way or the economy, and so on and so forth. The second paradox is that if you want to reclaim the commons instead, as people were saying yesterday, like Camilla, well, in this case, you should regulate finance for excluding finance from the commons. And that's where the problem comes from with all the new spheres where financialization is going to act. I think we're going to talk later about this. And then there is the third paradox, to conclude, is that if you want to achieve more democracy, or in a way, more real democracy, well, in this case, you should regulate capital and wealth, which basically means you should not redistribute simply wealth, but you should redistribute power. And in this sense, I see that a lot of existing struggles, you know, we should read these with this new lens, like financial transaction tax. Yes,
you know, it's marginal, it goes into the right direction, but it's a way to go back and control capital movements. If you read it that way, fine. So we should reread through this lens and through these paradoxes to get an answer to your question. Thank you. Vielen Dank, Antonio. Wir sehen, es geht weit, oder es geht ganz schnell weit über eine enge Regulierungsfrage von den Finanzmärkten hinaus, auch Umverteilung, Regulierung sonstiger Bereiche der Ökonomie. Da werden wir gleich noch drüber diskutieren. Jetzt möchte ich erstmal dir, Camilla, das Wort geben. Mit einer Sicht aus dem Süden, wie kann man den Irrwitz der Finanzmärkte in den Griff bekommen? Yesterday when we were discussing on the panel, I told our moderator that unfortunately the debate about regulate or do not regulate the financial markets, it's not a debate in the South as it is in Europe or in the US. It's very different. For instance, I live in Rio de Janeiro. We had an Occupy movement of 100 people that were there for maybe 2 weeks. And so it's, and with a strong criticism from traditional movements that said, what's the big thing? We have been occupying land for so many years, and now those kids occupy a street. So we are the first occupiers, they said. So I think that the debate goes from what we have been discussing, especially on the topic we were going to mention in a while, that's about the financialization of nature. What is at stake is the possibility of a global economy in itself. Because what we have witnessed in the 20th century was this adventure based on the Bretton Woods Agreement that we could have an index of the global economy based on the dollar, and the dollar itself based on the value and the existence of a gold equivalent. So yesterday before catching my flight to Berlin, I had some hours in Paris. And I went to this library, the bookshop, and by chance I picked up the book that was an edition by the Vrin, 1953, that was called The Monetary Peace, and explained all the agreements between France and the United States and UK on the currency exchange rate. And I recall that something that is every day on Brazilian newspapers is the exchange rate wars, and how Brazil is playing this very active role in the G20 debate about the baskets of currencies, and how this is important to understand that since United States unilaterally broke up with the Bretton Woods agreements in the early 70s, the entire economy has gone into what we call the financial stage, or the financial moment of capitalism, where there is all the wealth that supposedly it's out there has no referent in a real economy. And it's becoming more and more virtual, as it has been said already. So I think when we discuss here about how to regulate this financial markets, in my sense, maybe the question would be why to regulate them all? Why do we need a financial system and a financial market for to which economy this will suit? Because in a daily basis, and I will give a very concrete example, Brazil justifies to the world that it's growing and it's developing because we now have a middle class of 95 million people, just about half of the population. Okay, when you look, what is this middle class, this very recent invention in Brazil? It's people that receive between family average income of 400 euros to 1,100 euros. I don't know if this is middle class in Europe for a family. But the point is, when you look what they are spending at, they are heavily, heavily in debt. Because to participate in the middle class,
what do you have? And I have this man that is doing remodeling at my home. And he never had a credit card in his life. Now he has three. And he goes and buys all the petty commodities you can think. And he is in debt already of more than five times what he earns. And they are managing to get this middle class heavily, heavily in debt and directly connected with Visa and all the agencies that give them access to the financial possibility of acquiring wealth. So I think maybe one more back to basic question is, how are we going to really have a different economy that breaks up with this casino economy that we have now? And if this really ecological or socially just economy can be a global economy, can we find an exchange rate that will do justice between the exchange among different countries and different cultures and different natures that are traded? I think this, for us, in the circles we debate, it is still a question. Can we really go on with the idea of having a global monetary system or not? Danke, Camilla. Ja, vielen Dank erstmal für diese Eingangsrunde. Jutta, ich möchte gleich zu dir zurückkommen. Antonio hat ja am Anfang sehr schön gesagt, dass es seiner Perspektive nach zwei verschiedene Arten gibt zu regulieren. Entweder zu regulieren, um die Finanzmärkte zu stabilisieren, oder zu regulieren, um die Finanzmärkte drastisch zu schrumpfen. Du hast gesagt, die Tobin-Steuer ist ein Instrument, was schon Sinn machen kann. Und Attac hat ja nicht zuletzt auch im Namen die Steuer angelegt. Ist das ein Instrument, um die Finanzmärkte wirklich so drastisch zu schrumpfen, wie wir es bräuchten? Oder ist es doch etwas, was vor allen Dingen die Volatilitäten nimmt und dann eigentlich eher stabilisierend wirkt und vielleicht sogar hintenrum dann die Expansion noch begünstigt? Als Attac die Arbeit aufgenommen hat, haben wir schon gesagt, Finanzmärkte entwaffnen ist ein zentrales Motiv. Wir haben damit nicht gemeint, dass wir darum kämpfen, dass es eine neue Farbe für den Schalldämpfer gibt. Also, das ist jetzt sehr militaristisch. Also, es geht, wenn wir sagen, wir wollen Finanzmärkte entwaffnen, dann brauchen wir mehr als nur ein kleines bisschen Volatilität reduzieren. Dann ist es genau nicht das, was manchmal sicherlich da mitschwingt. Wir haben manchmal interessante Allianzpartner. Ja, es gibt durchaus Großkonzerne, die an bestimmten Punkten Attac-Forderungen formulieren, weil sie sagen, weniger Schwankung, weniger Volatilität, das nützt uns in unserer Planung für den Export von Waffen, von alle möglichen. Wir haben aber die Herausforderung, und ich glaube, dass wir die wirklich haben, dass wir uns inzwischen in einer Gesellschaft befinden, in einem System. Dieser Kapitalismus, den wir im Moment haben, oder zumindest so, wie der hier gelebt wird, der ist dramatisch orientiert auf diese Finanzmärkte. Und wenn wir sagen, wir müssen die entwaffnen, dann müssen wir auch über Verteilung reden, definitiv. Also das ist ein riesengroßes Problem, dass wir weltweit immer mehr Geld bei immer weniger Menschen haben. In Deutschland besitzt das reichste Prozent ein Drittel des Vermögens, während 50% im Land sich irgendwie knapp 2% des Vermögens teilen. Diese gigantische Vermögenskonzentration gibt es rund um den Erdball. Und dort, wo so viel Geld da ist, dass man da nicht noch einen fünften Swimmingpool, nicht noch eine Villa, nicht noch eine Yacht und nicht noch ein Privatflugzeug mehr kaufen kann, da sind das natürlich auch die Gelder, die am massivsten auf den Finanzmärkten unterwegs sind. Wobei unser ganzes System, also fies ist es auch im Kleinen, auch die kleine Riester-Rente, die meine Oma gemacht hat oder der Nachbar gegenüber, spielt mit in diesem Finanzmarkt-Wahnsinn. Und da haben wir wirklich eine sehr schräge, verschiedene Situation. Ich war jetzt fünf Wochen in Kenia im letzten Jahr, dort von vielen Menschen gehört, bei uns hat keiner ein Konto, was wollt ihr mit den Banken? Für mich ist es dramatisch, wie viel Auswirkungen aber diese komischen Banken, diese komische virtuelle Finanzwelt und diese Summen, die da bewegt werden, wie viele Auswirkungen die haben auf das Leben in unserem Land, aber auch noch dramatischer auf das Leben in den Ländern, die dafür da sind, irgendwie Ressourcen herzugeben und ausgesaugt zu werden. Im Moment haben wir in Europa ja auch diese Entwicklung viel näher dran noch, als es vorher war. Der IWF und die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank zwingen ganz stark
gepusht von unserer Bundesregierung hier in Berlin. Portugal auch, aber ich wollte gerade sagen, Griechenland, Spanien, Italien, massiv zu kürzen. Die machen Sozialkahlschlag immer wieder erneut unter dem großen Label, wir müssen Vertrauen in die Finanzmärkte herstellen. Da sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo wir sagen müssen, halt mal, es geht um mehr, es geht um Verteilungsfragen. Es geht aber trotzdem geht es auch um die Fragen, was machen die Finanzmärkte konkret? Und auch wenn die Chance, die wir haben mit der Finanztransaktionssteuer, nicht die ganze Welt aus den Angeln hebt und auch wenn die Chance, die wir haben, die Agrarrohstoffspekulation jetzt zu stoppen, nicht dieses ganze Drama um die Finanzialisierung stoppt, müssen wir diese Chancen ergreifen, weil die Frage nämlich, ob da weiter gezockt wird oder nicht, durchaus auch jetzt was damit zu tun hat, ob 2012, 13, 14 noch mehr Menschen hungern müssen oder ob wir da was gegen tun können. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, das zusammenzubringen, die konkreten Schritte, die wir tun können, und gemeinsamer Mut für mehr, weil letztlich stimme ich Antonio zu. Wir brauchen Fragen, was für eine Wirtschaft wollen wir eigentlich? Was für eine Landwirtschaft wollen wir eigentlich? In welche Richtung muss es dazu hingehen? Aber wir müssen auch gemeinsam Strategien entwickeln, wie wir diese gnadenlose Durchgriffsmacht der Finanzmärkte abschütteln und wie wir denen sagen, stopp. Und wenn dann die in den Industrieländern meinen, das fängt man mit ein paar Zelten vor der EZB an, ist das tatsächlich ein interessanter Schritt, weil es einen Diskurs bei uns wieder ein bisschen wachgekitzelt hat, der noch schrecklich am Anfang steht, wo ich mir aber mehr von wünsche. Ja, gut. Natürlich geht es um mehr als nur um eine enge Regulation der Finanzmärkte. Vielleicht werden wir da auch auf vielen, vielen anderen Podien hier heute diskutieren noch auf MacPlanet. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal kurz bei der Tobin-Tax bleiben. Denn ich als Laie, der ich mich jetzt mal hier so stelle, habe immer gedacht, das ist eigentlich ein sinnvolles Instrument. Und ihr kämpft dafür. Und ich möchte jetzt einfach noch mal die Frage, die Gretchenfrage sozusagen hören. Das Wachstum des Volumens an den Finanzmärkten. 2003 hat allein das Fondsvolumen an den Finanzmärkten noch weniger als 1 Billion Dollar betragen und das wird erwartungsgemäß bis auf das Jahr 2015 auf 3,5 Milliarden Dollar ansteigen. Also eine Verdreifachung, über mehr als eine Verdreifachung. Ist die Tobin-Tax ein Instrument, und mir ist klar, dass das nicht die Silver Bullet ist, die jetzt alles löst, darum geht's auch nicht, aber die Frage, die Antonio aufgeworfen hat, ist das ein Instrument, was das im Wesentlichen stabilisiert, die Volatilitäten nimmt, die ganz kurzfristigen Transaktionen ein bisschen eindämpft, oder schaffen wir es einfach diese zunehmende Finanzialisierung, diese Assets, die immer mehr geschaffen werden, Antonio, was du auch gesagt hast, schafft es das einzudämmen, oder wenn nicht, wo können wir ansonsten ansetzen, um diese Expansion der Finanzmärkte einzudämmen? Möchtest du da nochmal ganz kurz drauf, Jutta? Und dann würde ich aber gerne an dich, Antonio, das Wort auch geben. Ich finde, es war schon in deiner Frage drin. Die Finanztransaktionssteuer ist ein erster Schritt und von daher ist sie was Wichtiges, dass wir nämlich beweisen würden, wenn sie kommt, wir können diese gigantischen Einnahmen, die da ständig auch generiert werden durch die Spekulation, wir fangen an, eine Struktur zu schaffen, da was wegzunehmen und wir fangen an, das, was damals schon der alte Herr Tobin gesagt hat, Sand ins Getriebe zu streuen. Wir machen auf jeden Fall diesen Hochfrequenzhandel eine Einschränkung, weil Hochfrequenzhandel, wenn mein Computer in Sekundenbruchteilen Finanztransaktionen macht und jedes Mal muss ich eine ziemlich kleine Steuer errichten, das lohnt sich dann schnell nicht mehr. Aber ich stimme dir zu, das reicht mir nicht, um jeden Tag ruhig ins Bett zu gehen. Ich will mehr als die Finanztransaktionssteuer, aber ich will verdammt nochmal auch die Finanztransaktionssteuer. Yes, I think... particularly for the very short-term transaction, that it would produce a slowdown. I mean, it's fair to say it depends how you implement a financial transaction tax. There are millions of ways, and I come from a country where people are very skilled in bypassing any good law which can be put in place. So I think so we should be aware of this. I mean, but will the financial transaction tax, even implemented in a very tough, thorough way, fix the problem that new financial assets will not be generated? No. Okay. So the issue there, again, we will tackle financial rents, the rentiers, you know, again, the greedy bankers. Yes, fine, great. But we're not going to tackle the wealth accumulated, which is massive, massive. And this wealth accumulated belongs to everyone, belongs to corporations, belongs to banks, belongs to individuals. Before the crisis, the amount of financial assets
in the United States was between 4 and 5 times higher than the GDP produced in that year. In Europe, it's between 3 and 4. So there is a massive amount, and there is this desperate need of having new assets. Otherwise, how I can extract more value? And when I say more value, it's not just like the romanticism, you know, building a road, getting a return in 10 years of 12%. We're talking about the minimum that people investing in financial markets, they want to get out is 20%. Now, if you want to get as a minimum 20% out, when the cost of money is 1% and when there is no growth or even recession, you know, how is this possible? You need to generate new assets. So this won't be prevented, but FTT, the implementation of FTT, will, the financial transaction tax, will necessarily build an infrastructure which potentially can be used for controlling, again, the movements of capital. And controlling the movements of capital, in any case, is fundamental. The genius got out of the lamp, and the genius is everywhere, is in us, even if we don't know that. So to recapture the genius, how do we do that? Well, controlling movements of capital is a good first step. So if we see the FTT in this perspective, which clearly is not the perspective of Sarkozy, Merkel and others, I think it's good. I think it's good, and it's an interesting battleground. Similarly, there are other minor battlegrounds in the upcoming legislations in the European Parliament. But I think we should be aware that these are, as you know, Americans say, firefighting. It is not necessarily producing structural change. For producing more structural change, we should always pose us this question. How can I get a legislation which basically is trying to recapture accumulated wealth, if we do not want to talk about expropriation, but recapture, rechannel into mechanism for managing that wealth under public interest policies which will not produce assets for the financial markets? How? Building new institutions. Kannst du vielleicht, Antonio, maybe you can spend a few more sentences to make it more concrete. How would you control the movement of capital? How can we step in there? What's the first step? Governments, contrary to what, you know, again, the common sense, you know, globalization took away power from governments, governments are just puppets. No, I think with this crisis we rediscover that, frankly speaking, global institutions are even relatively weak, and governments, well, corporate governments, they are pretty powerful when they want to intervene, bail out, and central banks are, the generation of money is a very powerful tool, and so on. So the national level is fundamental. Now, controlling movements of capital is not just like, God, you know, we need the TU of Berlin recreating a mega computer system for catching capital transactions. No. Capital transaction, as those, you know, fighting FTT knows pretty well, goes primarily through two major electronic platforms in the world. And so you can easily catch transaction. Plus, all the central banks, even though they do not exert control over movement of capitals, they keep the record of all these transactions, including the nanosecond transactions. So it's a matter about political will. I mean, of course, we need to hire probably a couple of smart young people implementing better softwares and these kind of things. But controlling capitals basically means that, of course, we need to block a lot of short-term transactions, but it also means if someone wants to get in, I should ask the question, why do you want to get in? Which doesn't mean I do not want you, but the proof of the burden of the proof is on you. I think, you know, we're talking about Rio 92. I mean, the question is, there should be a precautionary principle in finance. The precautionary principle in environment, you know, it's something to say, if I'm not sure scientifically, I'm not going to do GMO. What is the precautionary principle in finance? You know, you should prove me that whatever you want to do with this transaction is generating something which has some public interest. And I think governments can still implement a lot of this. Of course, they do not want to do that. But it's not just like rocket science. It can be done. And if you do that, you start deflating financial markets. Of course, there are a lot of other big questions, as I said. But if we're going to the right direction. But still today, talking about controlling movement of capitals, well, you know, you're just considered a crazy person.
you won't be even allowed in, even if the IMF, you know, issues some papers talking about how capital control can be done. Brazil, behind the scene, is trying to do some capital control on some transaction because they have a problem that all the money now is going there and inflating their economy. Ja, danke. Wir haben ja gehört, oder ich greife das direkt mal auf, zu kontrollieren, wer reinkommt und was sozusagen an Finanztransaktionen gemacht werden soll. Jutta hat eben schon das Beispiel gebracht von den Agrarspekulationen, die gemacht werden. Nun ist es ja natürlich so, dass wir wissen wahrscheinlich alle, dass da auch die Preissteigerungen an den Agrarmärkten gerade in den letzten Jahren zum guten Teil auf Finanzspekulationen zurückgehen und welche Folgen das hat mit Zunahme Hunger auf der Welt. Ich frage mich jetzt, oder ich frage euch einfach mal, sind denn sozusagen alle Finanztransaktionen, die mit Agrarprodukten zusammenhängen, sinnlos? Kann man die komplett eindämmen? Oder ich stelle mir vor, ich bin ein Bauer und habe einen Vertrag abgeschlossen über Erntelieferungen, kann die nicht einhalten und möchte die jetzt versichern. Wie kontrollieren wir sozusagen, dass diese Transaktionen vielleicht noch stattfinden können? Oder sollen die auch nicht stattfinden, weil da im Grunde schon das Problem anfängt? Also wie unterscheidet man sozusagen zwischen guten und schlechten Finanztransaktionen oder ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Jutta? Die Frage ist sinnvoll und ich bleibe jetzt erstmal mitten in der Realpolitik. Die Frage wird dieses Jahr wieder gestellt. In den USA gab es bis sehr lange, bis in die 90er Jahre hinein, eine Regelung, dass jemand, der nicht selber in der Produktion von Agrarprodukten und nicht selber in dem Weiterhandeln und in der Verarbeitung befasst ist damit, dass der nur einen kleinen Teil von solchen Papieren halten darf, solchen Wetten, dass er sich nur bis zum kleinen Teil in solchen Finanzmarktwetten beteiligen darf. Das ist in der Tat eine Forderung, die jetzt viele Nichtregierungsorganisationen gemeinsam erheben und sagen, so muss man wieder reingehen, denn dazwischen ist was passiert. Dazwischen ist was passiert, dass Banken, unter anderem unsere Deutsche Bank, Goldman Sachs aus den USA, mit ganz massiver Lobbyarbeit erreicht haben, dass diese Regeln vom Tisch gefegt worden sind und dass es jetzt eben möglich ist, sogenannte Publikumsfonds aufzulegen. Das war vorher nicht möglich. Die Banken haben, also gerade diese großen, aggressivsten, haben das entwickelt und als dann die Immobilienblase in den USA geplatzt ist, ist nahezu jede Bank hat nachgezogen. Wir haben das hier in Deutschland nachgezählt und untersucht. Es sind fast alle Banken mit dabei. Inzwischen aber ist offensichtlich, wohin das führt, so dass in der letzten Woche auch aufgrund des öffentlichen Drucks eine erste Bank sich daraus zurückgezogen hat. Das reicht nicht. Aber das zeigt, man kann diese Forderungen erheben und man muss an dieser Stelle Maßnahmen ergreifen, um nicht täglich weiter diesen Hunger und diese extremen Ausschläge bei den Lebensmittelpreisen zu erreichen. Die Forderung der Zivilgesellschaft, der meisten Organisationen, auch von ATTAC ist an dieser Stelle tatsächlich gar nicht sofortigen Schluss mit allen Termingeschäften an der Rohstoffbörse, ist ein systemimmanenter Punkt im Moment. Zusätzlich bin ich völlig der Meinung, dass wir auch darüber diskutieren müssen, wie wollen wir überhaupt Wirtschaft haben, wie wollen wir überhaupt Landwirtschaft haben und wie gelingt es uns, die Finanzmärkte weiter einzuschränken. Aber was für mich eine Riesenherausforderung ist, wir haben hier schon öfter gesessen in diesem großen Audimax mit tollen McPlanet-Kongressen, mit dem Kapitalismus-Kongress und mit dem Wachstumskongress und wir waren uns immer wunderschön einig, dass wir gesagt haben, jawohl, wir brauchen eigentlich alles sehr viel anders. Wir haben so viele Hinweise gefunden, wie katastrophal sich das System, in dem wir gerade leben, auswirkt. Wenn wir aber nur darin einig sind und mit dieser Einigkeit hier rausgehen, dann tut sich so wenig. Deswegen ist es meine Hoffnung, dass wir es diesmal schaffen, doppelt hinzukriegen, dass wir mit Träumen und Visionen rausgehen, wo wir hin müssen, wo wir letztlich hin wollen und dafür streiten wollen, aber damit wir auch rausgehen mit Strategien, die ganz konkret sind. Und die sind dann unter anderem auch so konkret, dass wir sagen, dieses Jahr schaffen wir es gemeinsam, dass wir auf europäischer Ebene dem einen Punkt, diesen einen Wahnsinnspunkt mit der Agrarrohstoffspekulation, ein Stoppschild vorhalten und wir kriegen auch die Finanztransaktionssteuer noch durch. Ja. Finde ich auch gut für uns jetzt auf dem Podium noch eine Weile bei dem zu bleiben, was sozusagen realpolitisch möglich sein könnte. Wobei immer die Frage ist, was ist Realpolitik und wer macht die? Ich kündige jetzt hier nochmal an, was ich vorher schon gesagt habe. Der Chris Metmann und Sven Hilbig, die werden euch die Möglichkeit geben, auch sich zu Wort zu melden. Es gibt Zettel und Stifte und ihr könnt aber auch eigene Zettel verwenden und was draufschreiben, wenn ihr euch in die Diskussion einbringen wollt. Aufgrund der Vielzahl der Personen müssen wir das so machen. Ich
bleib so lange nochmal hier mit einer Runde auf dem Podium. Oder wir machen so lange weiter, bis von euch Anregungen kommen. Jutta, ich finde das eigentlich eine gute Idee zu sagen, das, was in den USA mal galt, nämlich es darf eigentlich nur der sich in Finanztransaktionen involvieren, der auch irgendwo in der Realpolitik tätig ist. Also der sozusagen auch eine physische Aktivität vornimmt und nicht nur spekulativ und digital unterwegs ist. Auf der anderen Seite haben wir eben gehört von Antonio, dass die Summe des Finanzkapitals, was allein in den USA im Umlauf ist, 4-5 Mal größer ist als das BIP, also was an tatsächlichen Transaktionen getätigt wird. Das ist ja dann auch eine Horrorvision, mir vorzustellen, dass jetzt plötzlich dieses 4-fach, 5-fach größere Kapitalvolumen sich in die Realpolitik ergießt und da Investitionen tätigt, wo Möglichkeit alles aufkauft. Ist das so ein Horrorszenario, was man sich vorstellen kann, wenn man jetzt sagen würde, alle müssen sich auch realpolitisch engagieren, ökonomisch engagieren, die Finanztransaktionen durchführen? Lustig, du hast jetzt Politik und Ökonomie gleich mehrmals gemischt, aber so ist es ja tatsächlich auch. Ich glaube, wir stecken mittendrin in diesem Horrorproblem. Also wir haben ein so gigantisches Verteilungsproblem, dass wir auch nicht umhin kommen, dazu mehr zu arbeiten. Und wir versuchen das jetzt auch von ATTAC, das versuchen auch viele Organisationen und Projekte hier im Land. Ich hoffe, dass es endlich soweit ist, dass wir dazu was auf die Beine stellen. Es gibt gerade erste hoffnungsvolle Signale. Und trotzdem sind es erste Schritte. Antonio? Yes, go ahead. Is it on? Yeah. I meant four or five times the financial assets, not the transaction. The transaction are much higher. But I think we should very quickly, you know, analyze this issue, for instance, about food speculation, which have massive implication. But what happened, for instance, in particularly after the so-called the bubble of the dot economy in 1999 and so on. Again, you know, you had a massive amount of capital accumulated which had to invest somewhere. There was a bubble. And then someone said, well, maybe through financial innovation I can make happen what was not possible before. So if I hold a ton of corn in this room, holding it, it's mine, does not generate a cash flow of financial rent. I have a ton of corn. Now, if I eat it all, maybe I feel sick, but... Okay, now how, by simply holding the ton of corn, I can generate a financial rent? And that's where financial innovation generated things with very complicated acronyms and mechanisms. But what does mean financial innovation? Means that I transform the ton of corn in a set of new financial assets I can invest on and trade. And the financial asset themselves, the piece of paper, will have a value. Like my name, okay? So financial innovation has always existed for bypassing the structural limit of capital accumulation. It's always been like this. It's nothing new. You know, people get horrified about all this acronym, ABS, CDO. It's always been like that. There have been phases where this is more accelerated, like now, phases where it is less accelerated. But contrary to the common sense, the major owners of agriculture production today in the world are hedge funds. People who probably are also very slim, they are on diet, they don't eat much, and so on. The major oil traders are financial institutions who physically move the physical oil. Why? Because once you build all those assets, you need to share the risk around those assets. And where do you share that risk? Into the real economy. So again, this distinction between real economy, fictitious economy, financial economy, doesn't exist. Everything is going, you know, it's being structurally financialized. How you get out of this? You get out of this if you address an original problem. If the German farmer, there is more and more volatility for climate change, for price volatility and so on. If the German farmers wants to, as they say, hedge his risk. So there is a risk. There's always been risk in agriculture. You know, since you study in elementary school, there is a risk in agriculture. You know, they teach you. So how I share socially and economically and politically the risk of a certain group of individuals within a wider society?
Now, in history, there have been a lot of derivatives contracts which were not financial, were social, were technical, were economical. I have a piece of land, and the best social derivative I use when I do my garden, I rotate the farming in the garden. That is a derivative. That is sharing risk. So the question is, are we able to go back to the drawing board and address the key questions in society about how we share and manage risk collectively for the public interest? This is the best way for disarming financial markets, because financial markets are very smart and good and say, I have the solution. And that's why people follow them. Thank you, Antonio. Camilla, you have said at the very beginning, you also said that there's a huge disconnection between the capital and the capital markets and the real economy. And I mean, what Antonio just said goes into that direction. We need to go back and ask, can those services that the financial markets could, even at their best, deliver, could we take care of them differently in the way of a real economy or with other political institutions? Can you give us some more examples how you would solve that? How can we replace sort of those services that the financial markets deliver through different institutional settings or others in the real economy? Risk sharing, for example. Well, I don't know if I can have a direct reply to that, but definitely I think we should start with this trying to deconstruct this economistification, as I said before, that when we talk about wealth, all this wealth that is out there and created, is that real wealth? Go to talk to a peasant and show a lot of papers signed by a financial market and certified. What does that mean for a culture that is not this culture that we live in? This secure a seed that will grow in the next season? This means fertile soil, water, trust among, I mean, in real life, those titles, no, we give them this idea that they value something, but they are not even colorful papers. They are white papers, if papers at all, if not only a computer screen. So I, before trying to answer your question, I just to want to give you an example of how dangerous and how far this financialization can go. During the RioPlus20, on June 13th, is going to be the official launch of the Green Stock Exchange of Rio. This is meant to be the first environmental assets stock market in the world. This was designed by a guy very well known among financial circles that's called Pedro Costa Moura, which is the founder of Eco Securities, which, if I'm not mistaken, was bought by Morgan Stanley in 2008, I think. And he created this series of what are going to be the green assets. What are they? Carbon credits, of course, because the state of Rio, we are booming an oil economy, now wants to compensate its carbon emissions. Rights, permits to throw liquid chemical effluents in the bay, in the Guanabara Bay. Biodiversity offsets. Those includes habitat banking. Those includes, for example, if a mining company wants to open a mine in Australia and it's going to destroy, you know, a huge biodiversity there, it can go to a list of endangered species and find an equivalent and then offset its destruction elsewhere. It's going to have water titles. It's going to have something very interesting, I find. I think you are aware of the certification schemes worldwide to soy, to the big commodity roundtables for soy, for palm oil, for biofuels. So now what this stock exchange will trade is, if I have 1,000 hectares of certified soy, a soy monoculture that is certified under the roundtable on responsible soy, I can just take out of the soy the certification by the acreage, by the hectares, and put it in another commodity.
And I was really amazed, what are you trying to sell? I couldn't understand what was the commodity. And they explained it to me that was something very new, and that the IFC, International Finance Corporation, is working very hard, which is called environmental performance. So this means that I, in Brazil, let's say, I produce a soy that is called sustainable, and then I pack the soy, this is the certification, I pack my soy and I sell. A trader buys that, take off the certification, what is the environmental performance, and packs an entirely different product, and then sell to another market. So I found that, you know, how come? And the explanation of this very smart bankers that were in the meeting, they're saying that the climate policy will not be solved through UNFCCC. That what they're expecting is that in a very short while, as we read the packaging to see how many calories, how many grams of fat, how much sugar, we read the carbon content of each commodity. And so the regulation of carbon emissions and the climate policy, whatever, is going to be done by these new assets that they are creating and by these new financial products where I can pack and sell. I mean, this is completely, for me, as I think Nemo said yesterday, it's insanity. When you explain, we make a joke comparing to Alice in the Wonderland. You know, the fairy is not a fairy tale, but a story. Because Alice drinks, falls inside the tree, and then it's very little, and then drinks that potion and starts to see everything differently. And I think it's more or less this kind of drunkenness and on drugs stage that the financial system it is. So they think they can actually reinvent a rationality for the world that does not exist. But the point is, all the banks, all the very smart people, all the leading policymakers in Brazil and elsewhere are supporting this because capital has nowhere else to grow. So just to conclude, when I said in the beginning that we didn't have an Occupy movement as you had in the North, maybe this is not correct. Maybe we do have a very strong and reasonable counterpart for the Occupy movement, because we have people on the territories defending and struggling for what is being taken by the financial markets. So when the European Union now defines that rivers, fertile soils, forests are called natural infrastructure, I definitely think we need to worry very much on how this new narrative over the world is being built and being legitimized. And it's a compound between the financial markets and the states that corroborate and are partners of that. Thank you, Camilla. Thank you. I mean, I can well understand that on a green stock market or with green financial transactions, it could be just the same insanity as with the brown and with every else. But what I didn't gather so far is how can we really domesticate that or even completely dismantle that? So I think that's still a question which is on the table here. Do you want to go back to that one more, or shall we go to the questions? Do we have some questions from the audience? Chris and Sven. Ihr könnt euch ein Mikrofon schnappen. Wollt ihr meins haben? Ja, es sind eine ganze Reihe von Fragen eingegangen. Also wir haben jetzt versucht, die ein bisschen zu bündeln, weil sonst ist das sozusagen ja kein Vorteil gegenüber dem einzelnen Fragen vorlesen. Also es gab einen hier bei meinen Zetteln einen Themenkomplex Frage von Nationalstaat und globaler Demokratie. Brauchen wir nicht irgendwie auch eine Form von globaler Demokratisierung, globalen demokratischen Institutionen? Und damit im Zusammenhang steht auch die Frage, man erlebt es ja schon in der EU, dass die Einführung von konkreten Regulierungen zum Beispiel an der britischen Regierung scheitert, die sich einfach querstellt. Das ist das eine, und viele andere haben den Zusammenhang mit der Diskussion gestern aufgemacht über Wachstum, ob nicht sozusagen das Wachstum der Finanzmärkte auch mit der Wachstumsorientierung in der Gesamtwirtschaft zusammenhängt und ob nicht andere Formen Wachstum zu messen
beispielsweise Glück als Wohlstandsindikator, solche Sachen nicht eine Alternative auch im Hinblick auf Finanzmarktregulierung sind. Ja, und ich habe meine Fragen jetzt zu zwei zusammengefasst. Es wurde ja mal abstrakt von den Finanzmärkten an sich geredet. Dahinter stehen ja bestimmte Akteure, wie zum Beispiel IWF und Weltbank, wo ja seit langer Zeit, seit über 20 Jahren Kampagnen gefahren werden und die sich ja auch in gewisser Weise reformiert haben. Da ist so ein bisschen die Frage an die Referenten, Referentin hier. Wie schätzt ihr das ein? Was ist dabei rausgekommen? Und für den Fall, dass ihr sagt, diese Reformen haben nicht so viel genützt, was heißt das für die Zukunft? Und die andere Frage ist so, auch gerade nochmal an Jutta, an alle drei eigentlich. Wie schätzt ihr das ein, wenn man jetzt in Europa Regulierungen durchführt, halt, was wahrscheinlich am leichtesten noch möglich ist, ist es überhaupt möglich in einer globalisierten Welt? Wie sinnvoll ist das? Gut, vielen Dank. Ich denke, wir machen eine Runde hier auf dem Podium. Globale demokratische Institutionen, Wachstum, Finanzmärkte, Wachstum, Realwirtschaft. Die Finanzakteure, IWF, Weltbank, Antonio, da bist du wahrscheinlich auch ein Experte. Aber vielleicht fangen wir hier zu Rechten an. Jutta, möchtest du mal anfangen? Mit den globalen Akteuren, ja? Kannst du auch was rauspicken und den Rest für die anderen lassen. Das ist vielleicht ein bisschen meine Chance. Also auf jeden Fall, ich picke quer, ja? Ein bisschen, darf ich? Ich finde, die Wachstumsfrage haben wir hier die ganze Zeit mit am Wickel. Also die ganze Ökonomie, diese ganze kapitalistische Ökonomie basiert darauf, dass es immer mehr wird. Und wir sehen, wenn man sich diese Dimension der Finanzmärkte anguckt, wenn man sieht, wie das sich auch auseinander entwickelt, was für gigantische Summen dort bewegt werden, die sind ja jeden Tag ein Vielfaches von dem, was weltweit überhaupt an Dienstleistungen und Produkten irgendwie erstellt werden kann. Trotzdem stimme ich Antonio zu, dass man das nicht auseinander dividieren darf und so tun darf, als ob es da die Finanzmärkte und da die Realökonomie gäbe. Die meisten Konzerne, die wir hier kennen, kann man eigentlich als Großbanken mit einem kleinen Produktionsbereich bezeichnen. Da müssen wir tatsächlich mit grundlegenden Sachen ran. Und wir haben in den letzten Jahren auch viele Erfahrungen gesammelt, die uns da nicht so hoffnungsvoll machen. Also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel aus dem Vorhaben geworden ist, zum Beispiel in Kopenhagen ein Klimaabkommen auf den Weg zu bringen, wo wir gesehen haben, wie schnell Schluss ist, wenn da Regierungsvertreter zusammenkommen. Wenn wir bei der G20 gesehen haben, da sind jetzt ja selbst bei weitem nicht alle beieinander gewesen mit den G20. Immerhin ein paar Länder, die vorher als alles noch unter den G8 ausgemacht schien, die waren da vorher nicht dabei, sind jetzt 20 geworden. Trotzdem ist klar geworden, gemeinsam bringen die extrem wenig auf den Weg. Und die bringen extrem wenig auf den Weg. Die sind auch ganz oft hart anzuzweifeln. Also wenn da die G20 sitzen, bei mir geht es ja schon so, dass ich Frau Merkel nicht gewählt habe und dass ich nicht das Gefühl habe, dass das eine tolle Vertreterin von mir irgendwo ist. Gilt das ja auch in den anderen Ländern so. Macht es aber nicht einfacher, ja? Also sagt mir, welche Regierungsfarbkombination wir hier wählen könnten und dann würde alles gut werden, ja? Das ist noch schwieriger. Und was diese demokratischen Elemente angeht, ich glaube, es ist extrem wichtig, das einzufordern und zwar massiv einzufordern, weil es immer wieder, solange es nützt, anders organisiert wird. Es gibt aber nicht das demokratische Weltmodell im Moment. Ich glaube vielmehr, dass wir so viele Dinge wie möglich auf einer Ebene verhandeln müssen, wo wir es noch verhandeln können. Was Antonio vorhin auch gesagt hat, wir müssen darüber reden, wie gelingt es auch, Sicherheiten zu entwickeln für in der Landwirtschaft zum Beispiel. Da gibt es kleine Modelle, an denen auch Menschen in der globalisierungskritischen Bewegung eifrig mitstricken. Wir haben inzwischen in Deutschland ein Netzwerk von sogenannten Gemeinschaftshöfen, wo landwirtschaftliche Betriebe nicht frei am Markt agieren, sondern einen großen Kreis von Menschen um sich sammeln, tendenziell Menschen, die in der Stadt leben, die dann sagen, wir bezahlen die Menschen, die auf dem Hof arbeiten. Die müssen keine Angst haben, auch wenn es einen Hagelschlag gibt oder wenn die Ernte mal nicht so toll ist. Die bekommen von uns Geld, aber wir werden in Naturalien, also wir bekommen dann die Nahrungsmittel. Das sind kleine Wirtschaftskreisläufe, die endlich mal wieder anders funktionieren als das gigantische Große. Und trotzdem ist es heute in unserem real existierenden 2012 in Deutschland ein ganz, ganz klitzekleines Pünktchen, ein Fünkchen hoffentlich, vielleicht ein Fünkchen, was Köpfe öffnet für weitere Alternativen und trotzdem aber uns auch klar macht,
Im Moment rast der gigantisch große Zug auf den Abgrund zu und der lässt sich noch nicht von diesen kleinen Alternativen in Deutschland beeindrucken. Und das ist auch bei diesen Demokratiefragen noch ein ganz schön weiter Weg, das zu entwickeln. Ich glaube aber, Notbremse ziehen ist auf jeden Fall schon mal ein Weg. Auch wenn es kleine Notbremsen ziehen sind und wir an einzelnen Stellen aufzeigen, halt, hier geht es so nicht mehr weiter, hier gehen wir so nicht mehr mit. Und das wollen ja zum Beispiel zahlreiche Organisationen, ich muss es einmal sagen, sonst kriege ich Ärger, im Mai, am 18. und 19. diese Blockupy-Idee zu sagen, wir gehen im Mai auf die Straße in Frankfurt, in dem Finanzzentrum, in dem sich unheimlich viel zusammenballt von diesen Finanzflüssen, die wir auch hier im Lande haben, wo die besonders viel Fantasie zusammengeballt ist, abstruse Finanzinstrumente entwickeln, wo die EZB ihren Sitz hat, die eine von drei Einrichtungen ist, die jetzt so einen massiven Druck macht, Europa wieder auf die Spur der Finanzmärkte zu bringen, dass wir dort gemeinsam auch sagen, so geht es nicht weiter, wir ziehen gemeinsam an der Notbremse und Blockupy heißt dieses Projekt. Ja, danke. Ich möchte auch genau auf dieses Thema Demokratie, Umsetzung, Repräsentation gleich nochmal in dem nächsten Diskussionsblock eingehen. Jetzt erst nochmal zur Beantwortung der Fragen aus dem Publikum. Maybe Camilla and Antonio, you can answer to some of the questions from the audience. And maybe Antonio, please also at least focus on the question of reforms of international financial institutions, World Bank and IMF and others. Yes. I think international financial institutions in the last probably 15 years, they constantly struggled in adapting to a changing world. And when I say a changing world, of course there is a slightly different geopolitics in the world. So they have a very faked internal governance system still dominated by the powers who won the Second World War, basically. So there was the issue about how to accommodate emerging economies and all the power dynamics. But also there was the major change in terms of what I say, a kind of systemic transformation of economy and finance itself. And that's why they start running behind. That's why the World Bank is now obsessed in primarily lending to private financial institutions as intermediary. Because in a way, that's where the business is. And so they're running behind. Now, with the crisis of 2007-2009, something probably changed, in particular in the International Monetary Fund, because, of course, this issue in particular of the so-called lender of last resort, so who's going to pay the bill if a major economy goes down, remains a major problem. And that's where the IMF somehow got some new space, very contradictory. And of course, they take us to the big question of the monetary system that Camilla was raising at the beginning. This is another seminar, probably. But my take is that we should also slightly review our views of this institution. These institutions are very smart in adapting to a changing environment, but the changing environment is more or less the one I described before. Now, on your original point about, I haven't heard much about the solutions. Now, I think, of course, in the short term, any effort, as I said, of firefighting, at least even in physically confronting the lobbies who literally, you know, assault democratic institution or bypass institution, it's fine. You know, everyone still wants to make this sacrifice, you know, and so on. Any slowdown is fine. But I think there are some other directions which merge in our discussion, you know, into which more structural solution can be found. One direction is to say that those who, again, I want to restate this, those who want to work for taming financial markets have to learn how to team up with movements fighting apparently diverse battles, but are the same. If we do not support homeless people without homes, so that there is a new public housing policy, we will have more and more subprimes. More and more alcoholic stuff, as the guy was laughing about. So if we want to disarm the markets, take out the needs they pretend to satisfy, and let's address those needs under right-based policies. So there is a lot to do in any possible sector of society. I mean, think about any sector of society, you will discover how
this financialization in a very slow way is affecting it. So this is one area. And so there are millions of battles. There are already battles going on. We need to support and link the battles. The second point is, and I do not want to avoid this question, is when we say then we need to have new institutions, public interest institution, even financial institution, for rechanneling this massive wealth. Now, I take Camilla's point that if wealth is just accumulated, doesn't circulate, somehow loses value. And it's in the circulation that you have the power dynamics. That's the whole debt, right? But in a way, we should also reclaim and take it out. So which public institution? Now, this is a big question, because the struggle around public finance, in particular in Europe, is really central. But the question is, are we able to rethink public finance as well? And it's a massive task, because we have to be fair that today the major problems are with financial market, but are also with states, which are becoming extremely repressive, including Europe. So this is another direction to go, and to be extremely creative about what do we mean creating our own new public interest financial institution. And there is a lot of discussion. So, and in this is the question, you know, nation then versus global. Well, you know, I mean, of course, you know, we believe that rights are in a way something, you know, we should be belong to peoples, you know, we should overcome differences and so on. But the question is that the multilateral system structurally failed, unfortunately. There have been political moves, in particularly from the 70s, for undermining this multilateral system for the interests of some groups, countries, and so on. And it's very difficult to reclaim that multilateral system which is failing. And this crisis tells us that many things can be done at the national level in this historical phase for start somehow changing the direction. Of course, there will be the issue about how you reconcile this globally, and how you avoid that what you do here, you know, is not impacting somewhere else, given all these connections. What I'm simply saying that the case of financial markets is a strong case for a selective deglobalization. There are other areas where probably, you know, globalization in a different form might exist, but I think financial markets is a case for deglobalization, for selective deglobalization. So in this sense, we should also review a little bit our naive view about what is multilateralism, what is international relations. There is a lot of scope to be done at a national level, in particularly for resisting what is happening. And unfortunately, you know, our frustration with the European space is very telling in this regard. The question is really how you reinvent someone. It's not simply reclaiming something which is very different to transform. So it's a big challenge. So I really think, you know, let's review a little bit. You know, the question is, we can act on all levels, at the local, at the national, at the regional, at the global. The point is, for which long-term perspective we adopt in these changes. And I think that's where a lot of the discussion should go. Danke, Antonio. Camilla, maybe you also want to answer to the questions. And in particular, I mean, Antonio basically raised it again. We need new institutions, and I gather that this is something you would also agree with. On the other hand, who is going to build these institutions, and who's representing us, the public, when making these decisions? Do we need more global institutions, democratic global institutions? That was the question from the audience. Well, we have an experience in Brazil. I always give the example from Brazil, I'm sorry, but no, can't help it, which is the BNDES, which is the National Development, Social, Economic and Social Development Bank. This bank borrowed last year, 2011, twice the value that borrowed the World Bank. So this is quite impressive when you think that since Brazil has paid or has zeroed its debt. Well, this was not true, but at least one part of it, I think it was 2005, Brazil started to play this new sovereign role, and this was according to its emergency as a BRICS power, etc. So Brazilian civil society formed a national platform to dialogue with the government about how to democratize this main public finance institution, which was the Development Bank. What happens is that this platform so far has failed because the government that at the beginning was open to debate was becoming more and more closed and say, okay, this is national priority, we will not dialogue,
And this bank, which is a national bank, is today responsible for financing the expansion of all the cattle raising in the Amazon, for financing all the ethanol and sugarcane infrastructure, including buying land to set new plantations. It's financing all the hydro dams in the Amazon. It's, well, think of destructive infrastructure in Latin America and now in Africa behind is BNDES. So it's quite odd to think that how the money lands, or where all this money comes from. The money is coming from, this twice was what World Bank landed, of the Brazil is emitting titles of sovereign debt and is selling that in the market. So we are financing our development, getting more and more in debt and selling this debt to the markets. We're also investing because this we have a workers' party, you know, in power, and they say that they have the duty to invest the pensions, the money that is collected mandatorily from our salaries, to invest in what generates more jobs. So actually, we have a mortgage, you say? Hipoteca. Mortgage of our pensions and our future all in the infrastructure that is being built, but we cannot decide on the infrastructure. So I think this is quite a forceful example of how even in a southern country with a public bank, we cannot escape from this logic that the financial instruments and the financial system is hostage of the development logic. So is that you need to invest to grow and to expand. And in the case of Brazil, it has been a growing problem because it's an instrument of how the sub-imperialist position that Brazil is having in the region and now in Africa, it's getting into reality because it's expanding really, really fast. If you look at how the Peruvian, the newly elected Peruvian government, it's entirely now dependent of this super infrastructure, which is a poly pipeline to mining products, to oil that will cross the Amazon, all financed by Brazil. Bolivia is right now in a big national debate about this road that will cross through a national park, the Tipinis conflict, I'm sure some of you heard about, and has all to do with oil concessions for Petrobras with the Brazilian state oil. And this is the same for Argentina, this is the same, you know, the connection with Venezuela, this is the same now that Brazil is committed to do the green revolution in Africa and has taken all of its Brazilian constructing firms to Africa and the Brazilian big mining company called Vale, which BNDES also finances. So I don't think that the public versus private is it's not this black and white, or we can just, or this is a north and south. It's a much wider logic, and the emerging powers from the south are repeating. You know, it's very, and when Brazil goes, as you said, to have a more proactive position in G20, we say we don't accept the legitimacy of G20. So it's not, we're not happy that they are being more sovereign within this context. Ja, danke. Fadi, jetzt... Fand ich jetzt auch nochmal sehr schön, dass es sozusagen nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei gibt zwischen die Märkte funktionieren nicht und die Politik oder die öffentlichen Institutionen können es richten. Ganz im Gegenteil. Einerseits wissen wir natürlich alle, dass die Marktliberalisierung auch in den Finanzmärkten natürlich auch durch die Politik ganz bewusst gesteuert wurde. Andererseits ist die Frage, wie viel Hoffnung kann man jetzt da reinstecken, dass die Politik tatsächlich in der Lage ist, das wieder rückgängig zu machen oder zu lösen. Damit werden wir uns gleich noch beschäftigen. Es gibt noch mal eine neue Runde mit Fragen aus dem Publikum. Ich gebe das Mikrofon noch mal an Sven oder Chris. Genau, es kam jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe hier noch drei Sachen, die vielleicht auch jetzt ganz gut in die Diskussion passen. Das eine ist die Frage nach einem sehr konkreten Vorschlag. Welche Rolle können negative Zinsmodelle bei der Transformation der Finanzmärkte spielen? Also vielleicht noch eine weitere Idee für ein
Konzept. Dann die Frage, ob zum Beispiel, also wenn man jetzt auf diesen Film wieder zurückkommt vom Anfang, ob das nicht auch was mit den Menschen zu tun hat, die halt gerne über ihre Verhältnisse leben wollen. Ob das nicht sozusagen auch, ob man nicht auf der Ebene ansetzen muss. Und schließlich einfach ganz konkret die Frage jetzt, wo diese Analyse jetzt hier gemacht ist, wo sind überhaupt Möglichkeiten der Zivilgesellschaft, sich da einzubringen und wie werden NGOs bei diesem Thema ernst genommen? Ja, vielen Dank. Drei super spannende und große Fragen. Vielleicht fange ich mit dir an, Camilla. Maybe I can start with you. The role of interests, negative interests, what has it to do with human needs, wishes, desires, and how can civil society engage? Big, big issues, but you can choose one and leave some to the others if you like. Know how to how, I don't know this negative interest models, but what I think what is our struggle right now is just to resist and to stop the expansion of the frontier of financialization. I think this is quite a big struggle so far. We are very busy with that. So I call to all of you to really pay attention on what's coming up in October, when it's going to be the 11th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity. Because of this UN meeting, they are going to define now the innovative and new financial instruments to implement the agreements on biodiversity. And civil society in India, as in many countries of the South that have the biodiversity, are very, very concerned that there is a global deal coming up that will set an entire package of public policy designed to insert the new financial instruments within the managing of natural resources. And so this would be my call, because for you to really look closely in the ones from the Occupy movement to engage with that, because we will see this presented as a very like cutting edge and vanguard way of really tackling the loss of biodiversity and environmental crisis, when we know that this is a big demand from the financial system and from the banks and from the insurance and reinsurance companies that want to buy this whole set of forest bond and business and biodiversity offsets and green development mechanism, and I mean all this lunacies. But from the ground, what we do is keep firm and resisting, opposing the transformation on nature of nature in bonds or titles. Or yes, I agree with what Camilla said. I think this is really an urgency. And if I can add on this, I think the real opportunity is that this fabrication of new goods to be traded, so commodities and then the financialized assets on this requires legislation all over the world. It requires legislation in each country, as it happening, unfortunately, in Brazil. So we should be ready to jump on our parliaments, to physically reclaim parliaments where this stuff got into legislation. And I think these are amazing battleground we will have all over the place. There will be a European Union directive on habitat trading coming up in January next year. And so on and so forth. This is going to be the new leitmotif of the story. But on the questions, I think the good thing of the Occupy movement in the US, in my view, is that people there, they want to start talking within the US about wealth. The Occupy movement is posing this question about wealth is being accumulated by very few, you know. At least this is how I read the 99.1%. So this issue about wealth, which is not just like redistributing through fiscal policies and a Keynesian approach, it's something more. It's about redistributing power, you know, contesting that wealth accumulation is the premier driver of power relationship. I think it's very, very interesting and promising, and I think we should liaise with these movements. On the possibilities, as I said, there are many. There are so many struggles going on, you know, within Europe, outside Europe, in
in the global south and so on. The questions for us is to being more part of those struggles and through this lens to reinvigorate, give strength, connecting these struggles, and by practicing these struggles also to question these alternatives. I share very much Camilla's dilemma between, you know, public versus private. You know, as I said, and this is again another probably slightly wrong take we got in the past, neoliberalism and financialization, which builds on neoliberalism, they require an amazingly strong state. They do not want to destroy the state. They want to have a stronger state serving capital markets' interest. Because capital markets are created through states. It is the states, by controlling the currency, monetary policy, building financial infrastructure, legislation, doing this. So the question, we do have big problem with the state, not just with financial markets. So the question about how you reclaim the state, if it is a question of reclaiming the state, is a massive question for us. We should start confronting, moving beyond some category of public versus private. So within this, of course, the negative interests take us back, you know, to wider discussion on monetary policies as well. But of course, monetary policies and all these aspects are potential levers for transforming the economy and society. Now, if negative interest rate is for just leaving everything in the circulation sphere for preventing accumulation, yes, that's interesting. But I understand from a lot of experiences of alternative currency and so on and so forth, there are a lot of questions that still remain unsolved. Because if you want to fix basically a discount rate for the currency, for the money, the question is always the same, who is setting it? If you do not want to set it, then the credit will work bilaterally, exactly how over-the-counter derivatives exchange works today. And I think that there is a question about where does the power come from, in particularly in the credit market, which has always existed in humanity, whether currency existed or not. So again, this is another big question to address. I think that some of these ideas are interesting, we should think through, we should understand them, but we should also raise a lot of these other questions about the political economy. I mean, we know very well what is the moral power of the borrower vis-a-vis the creditor, in particularly now in Europe. I really think that a lot of defaults on debt happened throughout the history of capitalism, and there was no major problem for capitalism. But this moral authoritarian approach that the creditor has, and where does it come from, originate from the creditor relationship, and the Global South has a lot to teach us in this regard. So these are questions that I have the feeling that the negative interests are not fully addressed. They open up a space for addressing this, but they're not really fully addressed in my view, and maybe it's a good starting point. Ich wollte noch mal zu der Frage mit dem, wie gehen wir damit um, dass es vielleicht so ein Bedürfnis oder eine Lust der Menschen gibt, über unsere Verhältnisse zu leben. Das finde ich eine ganz tolle Übung im Differenziertdenken, weil einerseits ist das eine riesige Frage, der wir uns auch stellen müssen. Also in unserem Land leben selbst Menschen, die nicht viel Geld haben, mit einem erstaunlich hohen Durchsatz an Handys, Computern, Autos und Urlaubsfahrten, jeweils in unterschiedlichem Maßstab, aber verglichen mit Menschen in anderen Teilen der Erde ist das dramatisch, und da müssen wir ran und gucken, an welchen Stellen kriegen wir das aufgebrochen, wie kommen wir weg von dem Grundgedanken, wenn ich Geld zu einer Bank trage, will ich hinterher mehr wieder da abholen. Das sind schon Fragen, an die wir ran müssen. Und gleichzeitig macht genau dieser Satz über unsere Verhältnisse leben in meinem Kopf immer ein riesengroßes rotes Ausrufezeichen, und ich weise entschieden zurück, was unter genau dieser Phrase Politiker uns die ganze Zeit auf das Brot schmieren, wo es nämlich darum geht, dass sie uns sagen, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt, deswegen müsse nun brutal gekürzt werden. Die Griechen hätten über ihre Verhältnisse gelebt, deswegen müssen sie nun hinnehmen, was dort geschieht. Das sind wirklich Propagandasätze, die dazu führen, dass die Schere weiter aufklafft, dass unter Rettung für Griechenland die Rettung von wenigen Kreditgebern organisiert wird und die Zerstörung von sozialer Infrastruktur. Und das kommt auch in weiteren Ländern, das wird auch hier kommen, wenn wir da nicht ganz klar diese Maske runterreißen. Ja, danke. Ich möchte jetzt zum Abschied, für eine allerletzte Runde, wo ihr jeder nur einen Satz
Antwortzeit bekommt, one sentence only, möchte ich euch die Frage stellen, was können wir hier im Raum machen, wenn wir von McPlanet nach Hause gehen? Wir haben auf diesem Panel große Fragen gewälzt. Was kann man mit konkreten Regulierungsinstrumenten erreichen, wie Tobin Tax oder die neue Finanzmarktdirektive, um vielleicht einige der Agrarspekulationen einzudämmen? Noch größere Fragen, wie kann man die Reichtumsakkumulation eindämmen oder eine andere Verteilung erreichen? Wie können wir neue Institutionen schaffen? Und ich meine, Camilla hat es dann auch so gesagt, resist on the ground, ganz konkret gegen den Ausverkauf der Natur und der Commons auch demonstrieren. Jetzt möchte ich von euch nochmal, weil man auf so Podien zu biologischer Landwirtschaft kann man wenigstens sagen, kauft im Bioladen ein oder legt euer Geld bei der Ökobank oder bei der GLS-Bank an. Aber von euch möchte ich mal in einem Satz hören, was können wir machen bei diesem abstrakten Thema Finanzmärkte? Was gebt ihr den Menschen hier im Raum mit auf dem Weg nach Hause? Jutta, ein Satz. Antonio, Camilla. Ich glaube, wir haben die Chance, ernst genommen zu werden, weil inzwischen so viele Menschen merken, dass da was nicht stimmt. Deswegen sind teilweise auch schon kleine Aufstände ein Weg zum Weiter- und Andersdenken. Deswegen könnt ihr hingehen zu den Aktionen, zum Beispiel im Mai in Frankfurt. Da gibt es aber auch dezentrale Aktionen schon am 12. Mai in vielen Städten. Deswegen könnt ihr Druck machen, damit diese Agrarrohstoffspekulation gestoppt wird und die Finanztransaktionssteuer kommt. Und deswegen seid ihr trotzdem auch nicht ganz falsch beraten, wenn ihr nochmal schaut, was macht eigentlich irgendeine Bank mit eurem Geld? Well, as I said, you know, if you look at the program of your conference, you know, there is already so much going on in terms of struggle thinking and organizing. I think the question is simply sometimes being a little bit modest in the way we rethink our organizing, we're getting this new lens and trying to reread the same struggles, which are right, but to reorient them into the direction for making more effective on the path of more structural change. And in this perspective, the whole question is that everyone can resist and getting out of financialization. I mean, think of your own life, everything you do every day. Let's try to learn in whatever we do, every action, whether financialization is impacting it, whether there is another way on a personal level. If you have a company, in running the company in a different way for not getting into financial markets. If you even have a bank, how to get a different type of banking system out of financial markets. So there are so many levels in which people can intervene. Everyone can be an activist. Everyone can be an activist on anything. The question is really learning how to reinvigorate our struggle through this new perspective. It's never the end of history. It's never the end of probably now capitalism, but for sure it's never the end of our organizing. Thank you, Antonio. Camilla, one short sentence. How can we act? Everyone can be an activist. What can we do when we leave MacPlanet.com conference? I think it's to start thinking what economy really means, because we entirely, going back to the original sense, our economies was the care of the house in the Greek original sense. And money was used through history as little shells, pieces, seeds of cacao, and all kinds of material things to keep justice or to represent the exchange of value in the social relations. We have to stop and think when in history we broke up with this and we allowed the genius out of the bottle, as Antonio said, and how we created this idea that economy is to accumulate and not to take care of your house, but to destroy the house of the others and to leave the others homeless. So I think we should go back to basic, especially here in the university, and rethink what is economics, true economics at a human scale, at a human and ecological scale, is all about. Vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön für eure Fragen. Und jetzt möchte ich zum Abschluss nicht nur einen großen Applaus nochmal für die drei Panelisten, die sich hier gestritten haben, sondern auch ganz herzlichen Dank an die Dolmetscherinnen da hinten in der Kabine und euch noch viel Spaß bei den restlichen Veranstaltungen.